Das Dream Team, Lars Sannifuchs, endlich wieder in der Arena. Nach dem Intro im Let's Fuchs. Hallo zusammen, mein Name ist Fitz Fuchs und mit Lars Sannifuchs gibt es endlich wieder Rocket League. Hi. Hallo. Okay, du warst gerade kurz sehr leise, aber ich denke, es pendelt sich gleich ein. Wir sind jetzt hier in der neuen Version. Es ist ja jetzt Free-to-Play. Es ist jetzt bei Epic mit dabei und bei Steam kann man es auch noch spielen. Aber braucht einen Epic-Account. So ist es nun mal. Und ich sehe gerade, wenn ich hier auf Spielen klicke, was zum Teufel ist hier los? Also zwanglos? Nö. Wir spielen kompetitiv. Es sieht einfach jetzt nur anders aus. Okay. Ja, 2 gegen 2. Genau. Wir sind noch ranglos, weil die neue Season ist. Ja, wir sind noch komplett ranglos und ich habe den Clip jetzt erstellt. Wir hatten doch so einen ein wunderschöner Clip. Wir hatten doch so guten Rang. Ja, aber wir haben die Belohnung dafür gekriegt noch. Okay, immerhin. Es wurde noch gewertet, also deswegen haben wir so viele Geschenke gekriegt. Ich hoffe, er hat die Steuerung übernommen. Ich hoffe auch. Wenn nicht, wird das jetzt in die Lage. Du, es sind so viele Neulinge dabei. Fahr, oder? Vielleicht haben wir einfach Glück. Ich bin vorne, glaube ich. Okay, dann fahr du. Ja, du bist voll. Die Steuerung wurde übernommen. Auf jeden Fall die Originalsteuerung. Ja, ich fahre über die Schultertasten. Ich fahre. Oh Gott. Ich bin sowas von nicht mehr drin. Ich auch nicht. Das braucht jetzt ein paar Runden, aber das ist doch egal. Aber es läuft flüssiger. Findest du? Es läuft viel, viel flüssiger. Ja. Oh. Da kommt der und da ist es drin! Tor! Sensational Goal! Und ich weiß nicht, haben die grafisch was verändert? Ich finde, das sieht ein bisschen schöner aus. Ich weiß es nicht, aber die haben das Spiel nicht komplett auf die Unreal Engine gehoben, das glaube ich nicht. Entweder war es schon die Unreal Engine, oder? Aber ja, auf jeden Fall spielt es sich flüssiger. Das definitiv. Also ich habe gerade gemerkt, ich mache einen Fehler und den... Vielleicht ist es ein bisschen optimierter unter der Haube, aber dadurch, dass ich ja nie groß Probleme hatte mit dem Spiel und es immer flüssig lief, merke ich davon vielleicht nichts, weißt du? Da kommt er! Ja, schade. Ja, aber der stand leider im Tor. Leider auch. Hätte man das gewusst vorher. Hat wieder einen Rasenmähermotor. Ich würde ihn am liebsten umbringen. Das könnte auch ich sein. Ich weiß nicht, das bist nicht du. Shit. Ich dachte erst, der Aufkleber wird scheiße aussehen. Aber ich finde, er ist doch ziemlich geil. Ja, hat auf jeden Fall was. Schade. Nix schade. Ach, verdammt. Der wäre so gut reingegangen. Oh. Ja, der war auf jeden Fall gut getroffen. Ah, gut, er hat's verkackt. Ich aber auch. Ich bin da. Oh Gott, das üben wir nochmal. Kein Problem, wir haben mich verunsichert. Nein, er war noch da. Oh. Ja. Ah. Nein, Peter. Schade. Er war wirklich noch da. Ich dachte, er kriegt ihn nicht mehr. Du fährst. Man muss wieder reinkommen. Ja, ist klar. Und jetzt sind wir doch 10 Games lang ungerankt und dann werden wir eingestuft. Oh, der kommt böse, oder? Schade. Nee. Konnte ich leider nicht gut kriegen. Kommst du dran? Noch kacke. Nee, der kommt kacke. Ich mach. Nein, fuck. Er war schneller dran. Meine Schuld. Das war ungünstig. Ja, ich war doof. Aber ich auch. Ich hab den richtig schön gesehen und dann kommt er in die andere Richtung. Ich war. Du. Komm. Ja, schönes Ding.
der musste auch sein, der musste auch sein. Da habe ich ihn schön doppelt abgeblockt und du kommst und machst ihn rein. So muss das sein. Ja, da ist noch alles drin. Ist noch alles drin. Ja. Du, aber ich habe eine 100%-Quote. Ein Schuss, ein Tor. Sehr schön. Die muss man machen. Alte Rocket League-Schule. Ja. Aber wenn am Anfang es so liegen bleibt... Und da hat der Gegner wieder den Fehler gemacht. Du holst dir im 2-on-2 keinen Boost von der Seite. Nee. Du kannst ihn dir von der Seite holen, aber du musst halt dabei nach vorne fahren. Yeah. Ja. Ich fahr. Aber so, wie gesagt... Und jetzt muss der andere da sein, wie es der Gegner war. Fuck. Ah, scheiße. Da ärgere ich mich. War ungünstig. Der war sau doof zu kriegen und ich habe mich noch sau doof dran gestellt. Er hatte ein Nitro-Ding mehr als ich. Das war das Problem. Du fährst. Ja, was? Okay. Was war das denn? Ja? Okay. Ja, da war gerade ein kleiner Ruckler drin. Okay. Und ich glaube, ich bin das tatsächlich mit dem Rasenmähermotor. Nee. Das ist der Orange. Aber wir brauchen ja immer 1-2 Spiele, bis wir wieder drin sind. Och jo! Uiuiuiuiui. Die sind nicht besser. Das ärgert mich. Wir haben wieder einfach nur mehr Glück. Aber der mit seinem Rasenmäher ist das der Moment. Das nervt mich passiv. Eieiei. Ich kann nichts machen. Ich kann nichts machen. Ich kann nichts machen. Das Ding ist mir genau auf die Haube gehüpft. Ich bin extra langsam gefahren. Entweder rollt er rein und er hüpft nur auf die Haube und rollt rein. Hätte ich irgendwie vorne dran düsen müssen und dann blocken oder so. Ja, alles gut, war mein Fehler. Aber die sind jetzt auch jedes Mal vor mir am Ball, das kotzt mich ein bisschen an. Da haut er mich über die ganze Map. Aber halt auch gegen den Ball. Schade, hätte ich den besser gekriegt. Oh, schön, aber leider nicht. Schade. Leider nicht, ne. Jetzt aber. Ich bin hinten gewesen. Leider kein Boost. Ach, da war er noch dran. Nein. Ihr Stellungsspiel ist besser. Also ja, ich meine, wir haben jetzt noch keinen Rang, keine Ahnung, was wir da jetzt gekriegt haben, ne? Vielleicht haben die es einfach nur drauf. Ja, aber der eine von denen steht immer perfekt, also der kann auf jeden Fall spielen. Aber wir sind nicht komplett untergegangen, wir haben 3 Tore. Aber jetzt habe ich wo kam denn der jetzt her? Also, bei meinem Bildschirm stand der noch halb am Tor. Hm, vielleicht wird es Zeit für einen neuen PC. Nee. Also bei mir war er genau auf dich zugefahren. Ja, und erwischt ihn wieder perfekt. Also ich möchte dem kein Cheaten unterstellen, vielleicht hat das einfach nur drauf, aber wenn dieser urplötzlich, dieser Pere RSG3 an den Ball kommt, der geht immer ins Tor. Egal, welchen Ball er gerade erwischt hat am Schluss. Vielleicht hat das einfach nur drauf. Ja, also wenn, dann hat er es richtig drauf, ey.
Das waren schon ein paar unmögliche Bälle, die er da reingefischt hat. Es ist ja okay, dass man Skill hat und dass man auch mal einen guten Ball erwischt. Aber wie gesagt, egal aus welchem Winkel der aufs Tor geschossen hat, der war immer drin. Kriegen wir noch eins? Nee. Leider nicht. Schade, also so schlecht haben wir uns nicht drangestellt fürs erste Spiel, aber natürlich zu 10 ist natürlich Massaker. Ja, aber immerhin die 3. Oh, Errungenschaft freigeschalten. 6,2 Meilen und 1 Zentimeter. Ach, haben die neue Achievements gekriegt jetzt auch auf Steam? Weil es sah für mich aus wie ein Steam-Achievement, aber ich glaube, es ist eher ein Epic-Achievement. Ja. Yes. Oder ein Rocket Leaf-Achievement? Ich habe keine Ahnung. Oh, meine Auszeichnung, Verräter, ein Eigentor. Ich habe doch kein Tor gemacht. Hä? Ist kein Eigentor gemacht. Ach, ich glaube ich, weil es auf mich drauf gedopst ist oder so, weißt du? Ah. Schon wieder blau. Naja, gut. Ja, vielleicht liegt es daran. Wir brauchen Orange, um zu gewinnen. Du fährst. Blaue Füchse. Wer kennt denn sowas? Ich bin extra so schön hinten geblieben. Na, alles gut. Gut. Sage mal. Das gibt's doch nicht. Das gibt's doch schon wieder nicht. Das ist doch schon wieder nicht wahr. Was ist denn hier los? Ich habe das Gefühl, es ist alles so, mein Ping ist super. Die sind einfach nur schnell. Ich fahr. Sorry. Hab ich dich mit weggebumst. Kein Problem. Was, das fahre ich denn für ein Bockmist zusammen? Ungefähr dieselbe Scheiße wie ich, also alles gut. Ah, schade. Aber anders konnte ich ihn nicht treffen. Ich geh ran. Ich geh zurück. Er kommt vor das Tor vielleicht. Ja, aber... Ah, schade. Au. Wäre ich besser hinten geblieben? Schön. Glanzparade. Aber kein Nitro und hängen in der Luft. Zeit. Nein, nein. Wo ist das Glück, wenn man es mal braucht? Wo ist es? Da nicht. Ach komm. Oh, ach komm, ist das Spiel so undankbar. Das ist halt auch der Grund, warum wir es nicht oft spielen. Ne? Heute macht auch Verlieren Spaß. Du fährst. Okay. Weißt du, ich knapp am Tor vorbei und dann der Gegner im Konter macht natürlich eins. Denn wir können es immer noch auf meine Erkenntnis. Aber das gibt's doch nicht. Nach hinten verlegte Reaktionszeit. Ach. Ja, und dann hat Lasagnebrot den Ball auf einmal doppelt gesehen und dann war das halt nicht mehr möglich. Und er hat auch nie den richtigen Ball ins Tor geschossen, sondern immer nur den er doppelt gesehen hat. Ich muss Boost holen, du machst das. Ja, aber der andere war schon wieder am Fliegen. Was? Ja, das kann irgendwie jeder außer uns mittlerweile, habe ich das Gefühl. Komm, der geht doch schon wieder rein, ne? Nein, nicht mit dieser Glanzparade meinerseits. Sehr gut. Ich fahr. Okay, ich gehe hinter. Ach, aber er ist eh da. Wie kann denn der schneller sein, wenn ich 100% Nitro habe und auf den Ball zurase? Tschüss.
Schön, lass dir Zeit, lass dir Zeit. Du hast alle Zeit der Welt. Na, ich habe nur leider nicht den Ball vom Tor, noch keinen noch Boost. Ja, und die treffen. Was ist denn das jetzt schon wieder? Ja, wie gesagt, die treffen wieder alles perfekt und fliegen wieder wie die Götter. Wir sollten uns eigentlich angewöhnen, mit Unranked uns warm zu spielen, so ein paar Spiele, bevor wir. Nee, wir brauchen erstmal einen Rang. Also, wir müssen in der Kartoffelliga anfangen, weil wir sind Kartoffelliga. Das ist das Problem. Jetzt machen wir ihn auch noch selbst fit. Jetzt machst du ihn auch. Ja, was will ich denn machen? Ja, kein Problem. Komm, lass uns aufgeben, wir machen das nächste Spiel. Dann verlieren wir halt alle 10 und sind in der Kartoffelliga und arbeiten uns nach vorne, aber so bringt das ja nichts gerade. Da sind so viel bessere Spieler. Ich hab doch abgestimmt zum Aufgeben hier. Das nimmt's nicht an. Jetzt. Weil, wie gesagt, wer weiß, was da jetzt wieder für Profis kommen, die jetzt auch wieder frisch einsteigen und es einfach drauf haben und wir kriegen halt böse auf den Sack. Dann ist das so. Ja. Dann sind wir halt ganz unten, habe ich kein Problem mit. Räumen wir das Feld von hinten auf. Wochenlang in der Switch gezockt. Jetzt ist mir wieder der B-Knopf auf A und der A-Knopf auf B. Ach so, ja. Das ist auch so. Nintendo, wieso? Ganz einfach, wieso Nintendo? Naja, sie waren die Ersten. Ja, aber alle anderen sind schuld. Aber wenn Xbox und PlayStation sich doch einigen. Ich fahr. Den nicht gemacht hätte, dieses Spiel deinstalliert. Ja, komm. Okay. Immer beide gefallen. Ja, ich habe mich darauf geachtet, dass du auch vorne bist. Erstmal weg. Sehr schön. Ja, erstmal weg, schön vors Tor. Schade. Kein Problem. Ja. Da bin ich da. Aber da kriege ich nicht mal eine Vorlage hier für dieses schöne Tor. Komisch. So, aber ich freue mich jetzt erst, wenn wir 5 oder 6-0 führen. Weil, wie das ja die Spiele von dann ausging. Na? Schade. Bei dem 10er nicht sogar auch geführt? Ja, haben wir. Deswegen hat mich das ja so verwundert. Wir haben da wirklich gut geführt und haben gut gespielt. Oh, schön. Und dann nur plötzlich trifft der andere, der vorne dran nichts getroffen hat, trifft alles. Weswegen mich das wieder so an meine Counter-Strike-Zeiten zurückerinnert mit meinen Kollegen, wo wir dann auch super geführt haben. Und dann nur plötzlich machen die Cheats an und dann verlierst du. Oh, das war ein ärgerliches Tor. Ja. Das war richtig ärgerlich. Drück das doch weg. Ah, du komischer Vogel, ey. Nicht du, sondern der Spieler. Ich fahre, ne? Ah, schade. Tackling haben sie drauf. Schon angetäuscht? Oh, verdammt. Du musst es mir nur vorher sagen, wenn du antäuschen willst. Ja, sorry. Ich dachte wirklich, ich fahr vorbei und du machst den da. Oh nein. Gut! Ah, schade. Winkel hat ja, nicht ganz gepasst. Ja, aber leider nicht der richtige Winkel. Schade. Drauf. Das ist eher was für dich, ne? Ja, ich warte nur ein bisschen. Ah, ja, schade. Ah,
Heieiei. Ist aber auch endlich mal eher unser Niveau, dieses Spiel. Ja, ja, ja. Das Team, ja. Bring ihn. Kann mir denn nur zu... Ach, du bist zum Glück da. Ich dachte, ich kann mir denn nur zusehen, wie ja. Er über mich drüber gelupft wird, ne? Nein, da war er noch dran. Ah, oh, ärgerlich. Jetzt aber, alles frei. Ja, aber ich stehe falsch. Aber ich stehe gut, aber ich treffe ihn falsch. Ah. Ich gehe hin. Okay. Jetzt aber, oder? Oh. Ah. Ich gehe wieder hin. Weil ich brauche Nitro, ich komme eh nicht zurück, richtig. Oh shit. Doch. Naja, der ist drin. Hm? Nee. Oh Gott, fahre ich einen Scheiß zusammen. Aber du hast gut im Weg gestanden. Er hat nämlich nur dich gesehen und nicht den Ball. Nein, ich war doch da. Ich war doch da. Den hat er schön gemacht. Ach komm. Das muss man ihm lassen. Den hat er schön reingespielt. Aber ich war doch da, um rauszufischen. Eine Sekunde zu spät, eine Millisekunde zu spät. Du fährst. Ja. Oh nein. Kriegst du den noch? Ja. Komm schon! Sehr schön, Fitz. Sehr schön. Mein Herz. Okay, ich fahr. Ja. Komm, 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 komm! Shit, jetzt war der Winkel zu spitz. Oh. Ich krieg die Krise. Nein. Sehr schön. Gut, jetzt hast du ihn selber gehalten. Wir müssen es nur über die Linie bringen. Über die Ziellinie. Also ein Applaus für diese schöne Parade am Ende. Not gegen Elend. Ja, aber diese Entwürfe da, die sind gleich geblieben. Das ist ja doof. Ich hab gehofft, das haben sie abgeschafft, weißt du? Dass du so Entwürfe kriegst, so Blaupausen, und die musst du dann, muss man die mit Schlüssel öffnen oder irgendwie sowas, ne? Oder irgendwie erst freischalten für Geld. Jetzt ist es, jetzt wollen sie eh mehr Geld damit verdienen. Es ist free to play. Jetzt ist das vollkommen okay. Also, als man es auch kaufen musste, finde ich so methodenschweinisch. Jetzt, wo alles free to play ist. Kann man schon sein Geld damit verdienen. Ja, aber du musst halt dazu sagen, wir haben es ja trotzdem gekauft. Ja, sind wir halt selber schuld. Ich fahr. Schade, war vor mir dran. Oh, shit. Au, Penner. Ganz ruhig. Macht er mich hier kaputt? Bring ihn dir. Okay. Verdammt, ich wollte zu viel. Ja, ich hab's gemerkt, aber ich bin auch blöd gefahren dann. Und dann werden wir direkt bestraft.
Ich wollte den Spieler abblocken. Ja, ich dachte eben, du fährst zur Seite und bin dann, hab gedacht, ich schaue voraus und bin leider in dieselbe Richtung gefahren. Ach so, ja, war doof abgesprochen. Ja, musste man halt, man musste. Du fährst. Außerdem, wenn ich links gesagt hätte, wärst du auch noch links gefahren, weil ich ganz schlecht darin bin, im Verkehr drum denken. Oh, der kommt, hä? Ja, aber er ist da. Was machen die denn? Das weiß ich nicht, aber es sah schön aus von hinten. Was machen die denn? Also ich dachte mir, ja, okay, der kommt, aber... Ja, die beiden den blocken, ne? Ja, der eine hat ihn ja geblockt und damit hat der andere nicht gerechnet. Okay, ich fahr. Wenn du. Und den anders leider nicht treffen, aber vielleicht im Nachschuss. Ja, wunderbar. Ja. Sehr schön. Du fährst. Ja. Nein, ich wollte auch noch dran, aber war auch noch dran, aber. Trick 17, Selbstverarschung, schade. Nein. Sicht. Schick. Dachte, die pushen. Sehr schick. Dachte, die fischen den noch raus, aber. Ich hab ihn dann so berührt, war mir nicht sicher, ob es langt, aber hab gedacht, jetzt bloß nicht mehr dran. Sonst machst du mehr kaputt wie ganz. Du fährst. Ja. Wichtig, alte Rocket League Schule, die Bälle muss man machen. Ja, das muss man. Und ich war eigentlich noch zu langsam. Ich dachte, oh fuck, der andere kommt, aber der war noch langsamer wie ich. Der hätte hinten stehen bleiben müssen. Nee. Der muss schneller drauf. Doch, also der hat gesehen, dass du so weit vorne bist, der hätte nicht mehr losfahren. Ja, aber was will er denn machen? Wenn ich den da voll reinzimmer. Ich weiß nicht. Also er hätte schneller da sein müssen. Oh, der kommt auch gut. Ach, schade. Musste noch dran, der wäre nicht rein. Schade. Wunderbar. Mittendrin statt nur dabei. Zu fest. Nein! Nee, der ist drin. Der ist oh, super. Das war aber schön reingezimmert hier. Das war... Das ist jetzt so ein Moment, wo es für die Gegenseite so wirkt, als hätten wir es drauf, obwohl wir einfach nur Glück haben. Ja, wenn wir nochmal Glück haben. Wir haben es drauf. Hallo, Lasagnebrot, hallo. Es ist der versteckte Skill. Du fährst. Nein. Reicht das? Nein. Schade. Ich hab keinen Boost. Nein, ich komm nicht hin. Nein. Tanzparade. Also ich hab heute eine Parade nach der anderen. Ich irgendwie nicht. Den musst du jetzt aber haben. Wieder ich. Hau ne weg, komm! Fuck, der war noch dran. Ist gut, ich bleib mal hier auf der Linie. Ah, verdammt. Ich komm. Ah. Jetzt wussten wir beide nicht, wer dran soll. Ich wollte ihn wegtackeln, nicht ich, sorry. Ja. Bei so einem Mitspieler braucht man keine Gegner. Der gute Arschblock. Ist, aber
sag's jetzt noch nicht. Ah ja, 4 Tore in 43 Sekunden. Ich bin zu weit weg. Machst du? Ah, und nicht zu schnell. War zu weit. Und die mal kurz ab. Ja, was das Hanierbrot, was soll das denn? Jetzt 4-mal hintereinander weggeschubst und ich wollte einfach nur wegfahren. Ich wollte das ausprobieren. Nicht mal mehr, ja, das gönnst du ihm noch. Und du machst noch einen. Ich würde ja sagen, es tut mir leid, aber es tut mir nicht leid. Wenn man 3 Sekunden vor Schluss den noch eins reinzimmern, ist schon böse. Gerade wenn es 5-1 steht, das 6-1 zu machen. Ne? Ja. Tja. Geh in deine Ecke und schäm dich. Jetzt auch einfach mit vorgefahren, um ihn noch. Ja, ach komm, 3 Sekunden vor Ende, das ist ja klar. Bahntüte. Auch eine tolle Auszeichnung. Aquadome-Boje. Cool. Ich finde, die Suche läuft irgendwie runter oder anders ab. Ich finde das Menü auch ein bisschen besser. Summa summarum? Nett. Ja. Ah, endlich orange. DeLorean, ne? Ja, was? Oh, jetzt, wieso bin ich denn jetzt rot? Ah, gut. Hast du nicht in Optionen eingestellt, dass du immer die Standardfarben haben sollst? Würde ich dir empfehlen. Weil ich sehe uns jetzt. Du bist wirklich rot bei mir. Also ich sehe immer alle blau und beziehungsweise orange. Schlussendlich hat man ja jedes Namensschild in der Farbe drüber, also. Da bin ich kaputt. Der hat mich schön zerschrottet. Mir hätte ich nur reingehauen. Ja, alles gut, ich habe ihn aufgefällt. Shit. Das ist ja wieder ein Gestuppe hier. Ja, wenn man halt von A nach B geschubbt wird, muss man halt bei C aufpassen. Ich hätte zurückfahren sollen ins Tor oder so. Ja, passiert. Da so stehen bleiben unter dem Ball, das endet nie gut. Ich fahr. Der hat mich ausgespielt. Und einen Kollegen gleich mit, also. Nein! Er passiert. Ah, aber ich wollte ihn wegschubsen. Ja, ich konnte nichts anderes machen, als den einen gegen die Wand schubsen. Ja. Ah, schade. Die sind aber auch immer noch dran.
nicht hier. Ah. Sehr schön. Haben sie uns ein Tor geschenkt. Wollte er so... Ich weiß nicht, was er wollte. Ah, ich habe ihn unglücklich vor die Füße gespielt. Wo kam denn der jetzt noch her? Naja, aber die Frage, die ich mich eher stelle, ist, wie konnte er dich kaputt machen? Ja, wir werden geradet. Das ist der nächste Punkt. Phyrexia mal wieder. Ja, hallo. Servus. Danke für dein Raid. Higgins, bist du da? Mach mal einen Shoutout. Lass mich raten. Ihr habt Dings gespielt. Don't Starve Together. Mit dem Spiel werde ich lieber. Wir haben Dings gespielt. Don't Starve Together im God-Mode. Oh Gott. Ja, das ist hart. Auf jeden Fall, das ist sehr hart. Aber die haben es aber auch wieder drauf hier, die Gegner. Gerade eben, die waren noch leicht. Wäre ja auch langweilig, wenn wir nur gegen Loser spielen würden. Also gegen uns? Genau. Wäre Loki langweilig. Ah! Glanzparade! Du darfst mal einhalten. Ja, aber das Problem ist, ich glaube nicht, dass wir gegen die noch großen Land gewinnen, weil die sind immer irgendwie da. Ja. Ich hasse so Teams. Du, egal welchen Ball du gehst, egal welche Chance du hast, der Gegner ist immer noch mal dran. Komm! Juhu! Aber auch ganz knapp, du. I'm a clown to you, okay? Okay, hey, Higgins ist nicht mehr da. Ich mache einen Shoutout dann für dich, sobald wir hier diese Partie zu Ende haben. Rexa. Ich fahr. Ja, ja. Ah, da war der Gegner nochmal dran. Ah, der kommt aber gar nicht so verkehrt. Ja, das ist jetzt schon wieder ärgerlich. Er ist vorbeigehüpft. Das ist unsere Chance. Ja, aber sie sind schon wieder beide hinten. Ich weiß nicht, wie sie das machen. Die haben volles Nitro. Komm schon, kein Boost mehr. Ich kann nicht mit nach vorne winnen. 30 Sekunden. Nein! Ah, das wäre so wichtig gewesen, ihn zu erwischen. Schlecht erwischt, schlecht erwischt. 11 Sekunden noch. Nein, es hat nicht sollen sein. Es hat nicht sollen. Der Boss ist gelutscht. Okay. Schade, schade. Dann mach du mal einen Shoutout und ich mach mal schnell neues Wasser für meinen Tee. Aber ich sehe den Bildschirm, du kannst ein neues Spiel suchen. Ja, erstmal hier Führe mit 2x. Phyrexian. So. Gucken, ob es passt. Aha! Ja, für dich. So. Also, ab nächster Woche weiter mit der Sonderaktion. Okay. Du zeichnest. Ich kann nicht zeichnen. Ich habe vor Jahren mal eine Bekannte als Anime-Bild gezeichnet. Das war, glaube ich, das höchste meiner Zeichengefühle und das war auch nicht besonders toll, aber sie hat sich sehr gefreut. Da habe ich mir so YouTube-Tutorials und dann so ein bisschen nachgezeichnet und ich habe eigentlich mehr radiert als gezeichnet. Aber ja, schön, wenn man das kann. Ja? So, also bin wieder da. Okay, dann suchen wir nochmal noch ein Spiel. Ein, zwei machen wir noch. Ja, machen wir noch zwei Stück oder so, weil langsam wirkt das Grippemedikament. Ja. Mir wird richtig schön warm. Das Hanebo, das Hanebo.
Fahr doch! Ist er eingepennt. Ja, nee, ich bin ja auch schon. Hat mich meine Freundin vorgestern so ausgelacht. Also wir haben es ja irgendwie mehr oder weniger gleichzeitig bekommen. Aber ich habe dann halt die Medikamente genommen früher und war deswegen ein bisschen fitter und habe ich sie eben wieder weggemacht, die Medikamente. Vielen Dank für dein Follow. Instant eingeschlafen. Saksakini? Ich hoffe, es ist richtig ausgesprochen. Saksakini? Wenn ich korrigiere mich. Dankeschön. Freut mich. Schön, dass ihr noch ein bisschen dabei bleibt. Wir machen ja aber auch nicht mehr so lange. Auch wenn Wochenende ist, trotzdem. Muss morgen früh raus. Das Wochenende. Sachen gibt's. Gell? Das merke ich schon gar nicht mehr. Für mich sind alle Tage gleich. Dieses böse C-Wort bringt meinen Rhythmus so durch. Oh nein! Das Leiden, wenn man keinen Boost hat. Und ich habe schon wieder keinen Boost. Ich komme nicht mehr hin. Es ist... Ja, ich hab's versucht, aber... Es ist einfach so unfair, dieses Spiel. Ah, es ist so unfair. Also, was heißt unfair? So unverdient. Wir hatten es fast gemacht und die machen dann das Kontertor. Ah. Okay. Ja, gerne doch für Rex sein. Das ist doch Ehrensache. Wenn man raidet, dann kriegt man auch einen Shoutout. Dass die Leute auch wissen, was du gemacht hast, wer du bist und da auch mal bei dir reinschauen. Das ist doch ganz normal. Ja, perfekt. Angetäuscht, dass du ihn vorschubsen kannst. Das war alles so geplant. Natürlich. Man kennt das. Man kennt das. Oh. Nein. Ich kenne meinen Kasten. Ja, mach ihn! Was macht der denn da jetzt? Oh. Also da war ich selbst überrascht, dass der den so spielt. Anders ging nicht. War zwar blöd, aber anders ging nicht. Ich gehe. Ich mach ihn! Oder mach ihn selber. Auch schön. Tja. Sind deine Zuschauer dann auch alle Don't Starve Together? Spieler auch? Ne, man kann, du hast ja erzählt mit dieser Mod. Da kann man es ja noch schwerer machen. Über Borderlands und deine Zuschauer, die ja, das ist gleich in grün, glaube ich, ja. Das spiele ich nie wieder im Stream. Nie wieder. Higgins hat mich gebrannt, Marc. Echt? Hey. Ja, Higgins, aber... Lea und Nobody zu dritt zugeschaut und jeder hat diesen Badass aufgelevelt. Ihm. Ja, aber das hast du doch auch mal bei mir gemacht, oder? Oder ja, wer war ich das? Alleine. Dann war er ja noch besiegenswert. Ja. Aber die haben zu dritt... Heißt, immer wenn er kaputt war, ist er zurückgekommen. Ja, aber das war dann auch haben, doof. Dann, haben sie ihn, dann hatte ich nur Korrosionswaffen, dann haben sie ihn Säureresistenz gemacht. Dann habe ich auch Feuerwaffen gewechselt, dann haben sie ihn feuerresistent gemacht. Ivydale, der Spielstand ist oben in der Mitte. Guck hoch. Da. Hör die Kamera auf. Ja, die sind orange und die anderen blau. 2-1 für uns. Riecht doch nicht aus. Das Problem ist halt, so Borderlands, ich fand die Story super. Die Story von den DLCs ist okay, aber leider nur okay. Und das reizt mich jetzt nichts weiterzuspielen. Auch nicht im Stream. Ich habe erst letztens überlegt, ob ich die DLCs noch mache. Ich habe den Season Pass, aber... Das letzte DLC ist der Hammer, wenn man Borderlands 2 gespielt hat halt, aber... Mag ja sein, aber... Ich zocke jetzt gerade viel Borderlands 2 auf der Switch mit meiner Freundin. Aber es ist halt das Gleiche, will ich damit sagen. Also es ist halt die gleiche Formel Borderlands und irgendwann bin ich auch mal über Borderlands, weißt du? Es wird nie wieder ein besseres Borderlands geben als Borderlands 2. Die haben einfach das beste Spiel gemacht mit Borderlands 2 und... Aber ich fand 3 eigentlich auch ziemlich gut. Ja, 3 war gut, aber 2 war einfach besser. Findest du? 3 hat die viel bessere Grafik gemacht. Ja, also das 2er hat einfach... so viele Sachen gemacht. Gut, damals war es halt neu, das kommt noch dazu. Dass wir beide an dem Boost vorbeifahren. Ich bin voll. Oh ja. Sehr schön. Die Gegner sind jetzt wieder auf unserem Niveau. Ja, soll es auch geben.
Oh, Bullshit. Also eigentlich, wenn du übers Boost drüber fährst und hast voll und willst nicht, dass der Gegner es kriegt, dann tippst du einmal kurz an und dann kannst du es wieder einsammeln. Ne? So ist eigentlich die Profi-Taktik, aber wir haben es gerade eben beide verkackt. Ja, ich hatte keinen. Es geht auch zu dritt, Ivy Dale. Das geht auch zu dritt, Rocket League. Problem ist, was ich beim Dreier habe, dann ist noch mehr los auf der Karte. Also das Spielfeld. Entschuldigung. Aha, beim Dreier im Rocket League, mein Gott. Da war kein mein 12-jähriger Humor einfach. Pack deine Hormone wieder ein. Das, was ich halt habe, ist, das Spielfeld ist ja gleich groß. Die Arena ändert sich nicht. Aber es sind dann halt einfach zwei Autos mehr, die auf den Ball stürmen. Und du da hast dann. Hätte ich einfach nichts gesagt. Die Erklärung wäre noch viel lustiger gewesen. Und wenn ja eh schon so viel los ist, in Anführungszeichen, also wenn du im Zweier schon das Gefühl hast, oh, der war ja wieder noch am Ball, oh, der war ja schon wieder noch irgendeiner dran, dann ist es beim Dreier nochmal extremer. Deswegen fahre ich lieber Zweier. Aber bei Hand Showdown zum Beispiel, was ja ein ganz anderes Spiel ist, aber das geht auch zu zweit und auch zu dritt. Und da ist Trio besser, finde ich. Weil es dann weniger Teams auf der Map sind. Um jetzt mal ein Beispiel zu nennen. Ne? Du fährst. Das wandert. Habe ich ihn reingehauen? Also ja, wer wäre. So nee, die Frage ist, wer. Nee, der war voll gegen den Posten. Okay, das wusste ich nicht. Ich dachte, der geht rein. Okay, das wusste ich nicht. Ich habe gedacht, wenn ich nicht abwehre, geht er rein. Okay, dann habe ich. Dann ist geht das. Du hast das nochmal spannend gemacht, du. Jetzt hast du das nochmal spannend gemacht. The win, naja, geht so. Und tschüss. Ist übrigens free to play Rocket League, ne? Mittlerweile. Nachteil: Epic Store only. Ja, wer es jetzt noch haben will, geht nur über Epic. Die es bei Steam haben, dürfen weiter bei Steam mitfahren. Brauchen nur ein Epic-Account, müssen sich machen. Geht leider kein Weg dran vorbei. Kann man mögen, kann man hassen. Wir haben es in Kauf genommen. Und, ich bin jetzt schon über Level 2 und du bist noch Level 1. Ich habe keine Ahnung. Hast du mehr gefahren mit dem gleichen Account? Nö, gar nicht. Alles klar, Rex. Vielleicht kriegt man für Piraten mehr Punkte als für Tore. Ich habe mich auch beim Epic Store lange gesträubt, aber man kriegt da so viele Spiele mittlerweile geschenkt, dass ich gesagt habe, komm. Ich hätte vorbeigehen sollen, sorry. Nee, war auch mein Fehler. Ich hätte sehen sollen, dass du da bist. Haben wir zusammen verbockt. Nein. Oh, schade. Schade. Schade, schade, Schokolade. Jetzt bleibe ich einmal hinten und dann kommt da. Ich dachte, du bist da. Und dann fahre ich nach vorne und dann fällt er ihn an mir vorbei. Was machen die denn da im Eck? Ich weiß es doch auch nicht, Witz. Ich weiß es doch auch nicht. Schade. Da macht der Sack mich kaputt. Das machen wir viel zu selten. Die Gegner kaputt, ja. Huhu! Oh, da macht er mich kaputt. Wie war das? Wenn wir nicht gewinnen können, treten wir wenigstens den Rasen kaputt. War doch der weltberühmte Fußballsatz. Ja. Aber das bringt nichts! Tor! Ich hab mir noch geschrieben. Man kann es bis zu 8 Spieler pro Team haben. Was? Wo? Ja? Die Spiele gab's bei uns, die noch gibt, weiß ich nicht.
8 Spieler bei Rocket League? Ja, ja. Pro Team? Das war aber, glaube ich, nur so ein Testding. Das ist ja total krank. Ich komm zurück, ich geh zurück. Ja, er haut mich wieder über die halbe Map. Wir haben es verkackt. Du machst das? Okay. Ich glaube jetzt nicht mehr. Es gibt aber noch so andere Spielmodi. Da kann man, glaube ich, noch mit mehreren rumfahren. Ja, da kann man noch so ein bisschen Scheiß machen mit. Da geht es dann nicht wirklich um Tore. Da muss man den Ball da in der Luft halten oder so. Also es gibt... Müssen wir auch mal irgendwann machen zur Abwechslung. Es gibt noch so ein paar andere Spielmodi, die sind auch ganz witzig, aber... Der Basketball-Modus hat mich damals genau, so Basketball gibt es auch noch. Da ist so eine Art Basketball-Korb, wo du es reinkriegen musst. Ich weiß nicht, wie du es gemacht hast, aber ein schönes Tor von Lasagnebrot! Du, das ist das Geheimnis meiner Tore. Ich weiß nie, wie es passiert. Das ist richtig für Rexan, ja. Also man unterstützt die Entwickler bei jedem Download im Epic Store. Und, ja, ich meine, ich habe so viele Spiele bei Epic, die ich nie spielen werde. Das ist vollkommen richtig, ja. Aber manchmal sind noch echt paar gute dabei. Letztens wieder Railway Empire oder wie das hieß. Ja, das ist ein richtig schönes Strategiespiel. Wenn man sich reingefixt hat, es packt ein. Und jetzt gerade wieder Rollercoaster einfach mal. Ja, stimmt. Auch wenn es ein bisschen in die Jahre gekommen ist, das Spiel von der Grafik her. Also, anscheinend haben sie es ein bisschen angepasst an den Bildschirm auf jeden Fall, dass der Vollbildmodus gescheit funktioniert. Echt? Ja, das hab ich der geht auch so rein. Nein, geht er nicht! Oh. Und selbst wenn, für Laune mich alles. Ah ja, klar. Also es läuft auf jeden Fall wieder unter Windows 10. Ne? Rollercoaster ja. Tycoon 3. Und das war ja, denke ich, das Problem. Schade, fuck. Kam ich nicht dran. Ja, und ich habe gedacht, der ist weiter weg und bin zurückgefahren, damit ich ihn schön spielen kann. Ich fahr. Okay, geh du. Jetzt aber! Oh, oh, oh. Wie kann man denn den nicht machen? Sag das mich lieber nicht. Du machst mich fertig. Jetzt aber. Lass Hanjebrot! Nicht machen. Also. Ja, die Grippemittel. Bin jetzt gerade auch gefühlte 1000 Grad heiß. Okay, dann sollten wir langsam aufhören. Eins, zwei gehen noch. Okay. Im Moment, wo ich wusste, dass es nicht gefährlich ist, ist. Ich war noch nie so froh über einen negativen Test. Schade. Nein. Schade. Ich bin gesprungen, aber er auch und ich war zu hoch. Sieht man schön. Hier. Ja. Ah, ich habe sogar noch ein bisschen dran. War noch kurz dran. Ja, stimmt. Twitch schenkt mir auch Spiele. Habe ich noch nie eins gestartet. Stimmt. Das habe ich auch nie gemacht. Oh, was hat der denn gerade mit dem Ball gemacht? Das sah ja schön aus. Ich weiß es nicht, aber was war denn das? Ich werde nochmal im Replay angucken. Also, das sah doch wunderschön aus. Wenn das Absicht war. Nee, glaube ich nicht. Aber hier, guck mal. Der ist rückwärts reingefahren. Warum? Ich dachte, der fährt vorwärts rückwärts. Warum? Weil er es kann. Du fährst. Okay. Ja. Warum? Nein. What a save! Shit, ich hab keinen Boost. Auf der Linie. Wo kam der denn her? Von links. Also von dir aus rechts. Der linke war dein Bier. Ja, von dir aus rechts, von mir aus links. Hast du mich auf den da hinten konzentriert. Ja, den hast du nicht sehen können. Mhm. Ah, ich war vorne, hat keinen Boost. Doof gelaufen. Nein. Mach was. Ja, nein. Das war ich. Also mit dem, was Lasagnebrot nicht trifft, verlieren wir noch zwei Spiele heute. In dem Spiel hier. Schön. Nein. Aber ich bin auch nicht besser. Ich habe mich anstecken lassen.
Oh je, das ist aber eine ganz neue. Nein. Och Gott, ist dieses Spiel so unfair. So undankbar. Undankbar ist das Wort. Jetzt haben sie einen glücklichen Ball, kriegen sie am Ende noch 7 Sekunden Verschluss und drehen das Ding, obwohl die ganze Zeit geführt haben. Das tut so weh. Dann ist dann so Leute, die easy in den Chat reinhauen. Hat er geschrieben? Nee, aber hundertprozentig hat er das. Ich habe den Chat ja auch. Ich habe ihn auch ausgeblendet. Wenn ich wissen will, mit meiner Mutter geschlafen habe, spiele ich Call of Duty. Ah, schade. Bisschen mehr Boost und das wäre. Die waren einfach schlechter. Das ist einfach der Grund. Die waren einfach richtig schlecht und wir haben es verkackt. Vor allem hat er genau einen Torschuss gehabt jetzt. Ja. Sag mal, waren die Gold? Ja. Wie können die denn Gold werden mit dem Skill? Ohne Scheiß. Ja, das ist doch Bronze, oder? Nee, das ist Gold. Das ist wirklich. Das ist Gold. Das ist wirklich Gold gewesen. Die hatten Gold dran. Also wenn die Gold sind, dann sind wir Platin. Warum werden wir denn zum Anfangsding bei Keine Gold Ahnung, weil das Matchmaking von Rocket League schon immer scheiße war. Sehr schön. Das sind beide hinten. Ja. Ah, schade. Er hat mich noch erwischt, aber es war eher in seinem Negativen. Nein. Ja, schade. Aber. Schade. Schade. Ja, passiert. Aber wie gesagt, diese 10 Spiele, die man machen muss zu Anfang, bis man einen Rang hat. Erst danach kann man sich dann in seinem Gurkenrang gegen die gleichen Level dann hochspielen. Zu Anfang ist es halt aber, wie gesagt, wir kriegen hier Gold. Also. Und wir sind einfach unranked und dümpelt bei Bronze und Silber rum. Auf dem Weg zu Gold, ja. Also von daher. Na, schöne Kombination. Sorry. Tor ist Tor. Nix, sorry. Tor ist Tor. Hauptsache drin. Mir egal, wer es macht. Hätte auch anders ausgehen können. Da hätte ich echt gucken müssen, dass du da kommst. Nö, hat ja gepasst. Ich hab ja nichts gesagt. Ich hätte was sagen müssen. Das war mein Fehler. Ja, das ist auch der Grund, warum ich keine Heroes of the Storm mehr spiele. Ivydale. Weil, das hat mich da auch so ein bisschen angepisst. Schade, wird er retten, ne? Ja. Ja, leider. Der war zu langsam, ne? Und was mich halt auch stört bei Heroes of the Storm, ich kann nicht sagen, diese Map nicht. Es gibt nämlich ein paar Maps, die hasse ich wie die Pest. Das kann ich ja auch nicht, leider. Doch, das geht. Geht das mittlerweile? Das ging schon immer. Bei Rocket League? In dem Rank doch nicht, doch. Das geht doch nur bei Unranked. Nein. Warum haben wir denn dauernd die Maps, die wir hassen? Haben wir nicht. Ich komme nicht mehr dran. Also du kannst hier Veto-Maps einstellen, das geht. Ich glaube, ein oder zwei, das kannst du ausschalten. Die Japan-Map, da kacken wir doch immer ab und die hatten wir doch immer. Die können wir ausschalten, die haben wir noch nicht ausgeschaltet. Aber die kam heute auch noch nicht. Doch. Und wir haben gewonnen. Echt? Ja. Sachen gibt's. Ja, das ist das Problem. So viel gute Spiele und so wenig Zeit, sie zu spielen, ne? Ich weiß, was du meinst, Alter. Nur noch ein Spiel für mich, dann ist Ende. Oh, Star Wars Squadrons. Nächste Woche. Nein, Cyberpunk. Ja, das wird auch gut. Will ich auch spielen. Also aber Cyberpunk wurde jetzt so oft verschoben. Das wird jetzt echt gut. Mach. Ja, ein bisschen schneller. Wenn die das mit einem Day One Patch rausbringen, kriegt die Krise. Schönes Tor. Cyberpunk Day One Patch. Da würde ich mich auch verarscht vorkommen, ja. Wobei, ich bin ja heute schon wieder schwach geworden und hab mit dem Epic-Gutschein Tony Hawk's Pro Skater 1 und 2 Remake geholt. Okay. Aber ich habe mir gedacht, bei 10 Euro Unterschied, dann holst du es dir halt doch. Ach, schade. Ich hätte mir fast was gekauft, aber ich will da die Gold Edition abwarten und dann ist der Gutschein nicht mehr gültig, dann ist egal. Ich habe noch Phoenix Point im Auge, ist vom XCOM-Macher, also dem Urentwickler von XCOM und sieht auch quasi genauso aus wie die XCOM-Reboot-Teile. Bloß, dass es halt kein XCOM draufsteht und da auf so Spiele habe ich Bock. Aber Problem ist halt,
Da gibt es jetzt bald die Gold Edition und dann hole ich, also die ist schon angekündigt, dann hole ich mir das Spiel nicht mehr normal, wenn ich die Gold Edition haben kann. Und dann warte ich, dass ich irgendwann mit meinem Keyshop dann die Gold Edition kriege und dann... Ja, besser so. Shit. Shit, 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 das war so doof. Alles gut. Das war jetzt doof. Gut. Wichtig, ich fahr. Vorbei. Fährst daneben. Shit. Ah, jetzt diese Runde hier. Bin ich das Schlusslicht? Und noch mehr Saves kann ich jetzt nicht mehr machen. Ja, ich bin jetzt verbraucht für heute. Ich hole mir nur den Boost. Was Saves angeht. Sag mal. Mach's! Ja, leider gar kein Boost. Scheiße! Ach, ich hab's wieder verkackt. Wieder am Ball vorbeigebrettert. Schon wieder gesaved. Versuch sie gerade ein bisschen zu verwehren, das hat sogar funktioniert. Sage mal. Mol! Aua! Ja, ich weiß gar nicht, was für ein Dialekt das sein soll. Bayerisch, oder? Ich weiß es nicht. Ich habe auf jeden Fall momentan so komische Dialektphasen, die nicht meinem Dialekt entsprechen. Okay. Komm schon! Nein! Es ist so unfair! Und jetzt machen die wieder ein Kontertor. Kann nur das machen? Ja, es hat gereicht. Ja, der andere kam hinten angeschossen, aber ich habe ihn weggeschubst. Ja, alles gut. Da war der noch dran. Jawohl. Das waren die. Jawohl. Tut mir leid. Also. Ich war zwar dran. Aber er ich hat mich jetzt leise, aber ich freue mich. Wie gesagt, der ist dran gesprungen. Ja. Ich meine, wenn nicht, wäre ich auch noch dran gekommen, aber ich hätte ihn vielleicht nicht reingemacht. Okay. Oh nee, das ist nicht badisch. Also ich muss es wissen, ich komme aus dem Badischen. So, einfach das jetzt über die Zeit. Ich bin mega glücklich, dass ich zu spät gefahren bin. Weil wenn ich pünktlich gefahren wäre, hätte der dann richtig schön noch aufs Tor gefahren. Schade! Sieg! Oh hoch! Ich habe ein Tor im Rückwärtsgang gemacht. Amol ist badisch, ja, aber vielleicht so wie schnell, wie es er ausgesprochen hat. Ja, Amol ist badisch, aber es hat nach Amoy und es ist nun mal bayerisch. Sagen wir irgendwas mit B. Es war auf jeden Fall nicht schwäbisch. Die Badener und die Bayern, ganz schön. Ja gut, die zwei schaffen wir jetzt auch noch, komm. Hammer. Mittel bis Nordbadisch. Ja, geht so. Manfield, die gefällt mir am besten. Das ist echt die geilste Arena. Ja, der Teamname passt mir gar nicht. Will ich ihn wissen? Du fährst. It's Corona Time. Es sind dann so 5- bis 12-Jährige, die sich mega lustig finden. Und dann kriegen die jetzt auch noch verlieren. Wagon ist fett und Matt Jones, was weiß ich, okay. Ich weiß gar nicht, ob Wagon fett war. Bin ich überfragt. Was studiere ich nochmal Geschichte? Nix mit mir. Habe ich jetzt natürlich seitlich scheiße vorgelegt. Ja, aber ich wollte retten, aber er hat mich in der Luft kaputt gemacht. Das will ich mir angucken. Also wie gesagt, hätte ich nicht zur Seite gespielt, hätten sie ihn eh reingemacht. Ja, ja. Ich will mir das nur angucken, wie der mich in der Luft treffen konnte. Bam. Du fährst. Bullshit. Ja.
Was? Ich weiß nicht, wo der herkam, aber er hat ihn irgendwie verkackt. Mal aus unserer Hälfte raus. Oh. Da, ich bin da. Sehr gut. Schade. Ah, ich hätte was sagen sollen, Sehr gut. Der war wichtig, aber er ist leider da. Aber ich auch. Sehr schön. Das war wichtig. Schade, der ist zur Seite gefahren, der andere. Och jo. Wir sind wieder alles erwischen hier. Ja, ich habe ihn den zu gut vorgelegt. Schön. Alles gut, ich bin da. Schön. Heute ist irgendwie mein Verratentag. Ich treffe dafür aber auch nichts. Schade, ich wollte mit vorne, jetzt ist keiner hinten. Ich bin da. Oh, der fliegt. Schön. Und schön an dem vorbei. Wollen gar nicht, oder was? Er ist eh da. Schade. Er ist noch heiß. Weiß auch für mich. Beide Seiten leider. Deswegen hau ich gerade ab nach hinten. Schade, falsch erwischt. Kein Problem. Ah. Hm. Hab ich. Gut. Weggehauen. Ich mach. Ah, da war ich zu langsam. Ärgerlich. Ich mach. Ich hatte eine leider komplett weggehauen. Ich fahr wieder nach hinten. In der Ecke stehen. Jetzt keinen Scheiß machen. Das ist gut, ich spiele nochmal vor. Nee. Du fährst. Ich fahr, ja. Oh, der prallt auch immer genau auf seine Seite ab. Ich weiß. Hab ich mir auch gerade gedacht. Er ist zweites Mal zur Seite gefahren. Und wieder genau in die Seite abgeprallt, wo ich mir dachte. Mein Herz. Ja. Ich geh. Oh. Ja, das war scheiße.
Ich fahr. Alles frei. Ah, falscher Winkel. Du hast frei. Mach was draus. Boah, oh, da mach ich nix. Nee. Das ist vorbei, oder? Ja. Ja, das ist vorbei. So unglücklich. Haben sie nicht verdient. Wie denn? Haben sie nicht verdient. Der Winkel ist doch unmöglich. Ich stehe doch da. Irgendwie drüber gelupft. Keine Ahnung. Aber unnötig. Sehr gut, einer noch. Ja, aber allein schon der Name, It's Corona Time. Also, es ist dumm. Wie war das mit dem Melden wegen unangebrachtem Namen? Ah, warte mal, ich will mal kurz gucken, man kann doch. Moment, zurück zum Hauptmenü. Irgendwo kann man Strecken ausschließen. Garage. Das Inventar verwalten. Profil. Ticket Pass. Das ist der Pass. Der interessiert mich ja nicht. Ich habe doch schon alles. Ich kriege jetzt, was ich hier sehe, ist jetzt nichts, was mich vom Hocker haut im ersten Moment. Haben wir doch schon alles. Also, ich sehe jetzt gerade im ersten Blick nichts, was ich sage, das will ich unbedingt haben. Ja, der Rockerpass können sie schenken. Irgendwo konnte man das einstellen. Wenn es im Profil nicht war. Beim Club verwalten? Nein. Banner. Eine Option vielleicht? Also, ich weiß, dass das geht. Zumindest ging es früher. Aber ich kann jetzt nur noch auswählen. Ich kann nur noch Spiel suchen, ja. Irgendwie ging das, das weiß ich. Dass unser einer Kollege immer gesagt hat, die Map nicht. Aber das war dann auf ihn, weil er Teamcaptain war. Also wenn, muss ich das einstellen. Ja. Na gut. Geht bestimmt auch nur in den anderen Modi. Vielleicht weiß ich nicht. Unranked gespielt. Nee, wir haben eigentlich immer Ranked gespielt. Lassani Fuchs gegen was? Oh Gott, ich will es gar nicht ausprobieren. Was? Guck dir den Teamnamen nicht an, der wird nicht besser. Oh. Du fährst. Also die Jugend von heute denkt halt, sie ist lustig, aber sie ist halt einfach nur dumm. Was will ich später unterrichten? Bist du dir sicher? Manchmal mehr, manchmal weniger. Also ein ehemaliger Kollege, weil er war einfach ein Arschloch, der hat auch Lehramt studiert. Und immer hat er gemerkt, er hat gar keinen Bock drauf. So, ab drei Viertel vom Studium. Ja, also eigentlich habe ich gar keinen Bock, die zu unterrichten, die Schweine. Nicht so, fällt dir früh auf. Ah. Oh. Ja, so kann man auch klären. Ja. Ich weiß ja genau, wie die jetzt hießen, nur es war irgendwas mit, ja. Irgendwas Perverses. Ja, einfach. Ich hab mir den Namen kurz überführt. Der Name wird am Ende nochmal eingezeigt, dann könnt ihr ihn euch angucken. Ja, genau. Aber ich möchte es nicht nochmal aussprechen. Wiederholen. Denen noch mehr Rampen nicht geben, als das sie schon haben. Es ist halt einfach nicht lustig. Ja, ich kann hier halt nicht nach Altersstufen suchen. Wenn es nach mir ginge, würde ich gerne nur mit zivilisierten Gamern spielen. 25 plus. Oder sagen wir 30 plus. Aber nicht mit den. Ja. Aber nicht mit diesen hirnverbrannten Kiddies, die denken, weißt du, 3H am Sack und eine Puffdrängeln. So. Ja, aber ich glaube, das ist tatsächlich aus einem Film. Es ist mir egal, es ist dumm. Ja, ich weiß. Ich hab dich nicht angefasst. Ich spanne das für Gericht. Heißt ich Weinstein oder was? Oh Gott. Der ist ja komplett weg vom Fenster, ne? Muss dann ja auch in den Knast oder so? Ich meine, zu Recht, aber. Ich glaube, der hat so viel Kohle, der kauft sich einen Knast. Der muss dann ungefähr wie Uli Hoeneß in den Knast. Ja. Das war ja auch kein Knast, das war ja eher.
Der ist da abends zum Schlafen hin oder so, ne? Ja, der war da schon den ganzen Tag, aber er war halt alleine und in einem... Aber ich glaube Fernsehen, Internet und so, da hatte glaube ich alles, also... Ja. Dann haben sie aber immer wieder betont, nein, nein, er ist genauso Gast wie jeder, also... Was heißt Gast? Genauso, Insasse wie jeder andere auch, aber... Naja, das war natürlich Humbug. Manche sind halt mehr Insasse als andere. Wir sind alle gleich, manche sind nur ein bisschen gleich. Also erstmal richtig fett ein Arschloch sein und mit der Kohle, die man dann mehr hat, sich nicht nur ein schönes Leben verdienen, sondern auch sich einen wunderschönen Knastaufenthalt machen. Ja, du, ich verstehe Steuerhinterziehung bei Menschen, die nicht so viel Geld haben, aber der Mann hat Geld wie Scheiße und denkt sich, ich will noch mehr Scheiße. Tja. Da ist es normal. Ich meine, ich habe die Reportage über ihn gesehen. Der hat nicht nur Mist gemacht, der Mann. Ne? Der hat den Verein auch schon gut gepusht. So ist es nicht. Der hat den Verein gepusht, der hat Borussia Dortmund vor der Pleite gerettet, damit es Fußball spannend bleibt. Und dann hat er irgendwann angefangen, alle Vereine aufzukaufen. Aber ja, also der hat nicht nur Humbug gemacht. VW, ja. Das auch wieder war. Das auch wieder war. Haben heute kein Glück. Sandeboot rettet es, aber. Weil kein Glück hat, muss er können. Das sind so viele Tore dabei, die ja oben hätten reingehen können. Also ich habe auch schon habe auch schon in der Firma gearbeitet, da hat mir die Buchhalterin dann mal so einer Weihnachtsfeier bei ein, zwei Gläschen zu viel erzählt. Ja, also ich habe auch schon fragwürdige Rechnungen gekriegt, das war. Was hat sie gesagt? Ein komisches Etablissement. Es könnte ein Stripclub oder mehr gewesen sein. Aber da war eine Mehrwertsteuer drauf, also habe ich es gebucht. Und ich so, alles klar. Hat irgendein Chef eingereicht, so hier, zack. Haben wir uns einen schönen Abend gemacht. Auf Firmenkosten, ne? Nur solange da Steuernummer drunter steht, kann denen keiner was. Außer es ist jetzt ein verbotener Mafia-Club gewesen, dann... Keine Ahnung. Wie gesagt, die hatte auch schon ein, zwei Likörchen zu viel an dem Abend, wer weiß, was die erzählt hat. Ups. Ja, schick. Sehr schön. Oh. Jetzt die 20 Sekunden noch aushalten. Ja, das ist leider so. Da sage ich immer wieder, es gibt ein schönes Lied von Farin Urlaub. Ich glaube, es heißt Eine Insel oder Die Insel. Und da singt er, warum haben wir nie Geld, mein Kind? Weil wir nicht im Besitz der Produktionsmittel sind. Und den Mehrwert, den wir schaffen, der macht andere reich. Und die bauen sich dann Villen oder kaufen sich gleich eine Insel. Ja? Genauso ist es nun mal. Der kleine Mann buckelt sich ab und der Große verdient. Leider. Jetzt wollten wir es aber wissen, ne? Ja, du, sicher ist sicher. 7 Sekunden vor Schluss, 2-1. Wir können noch 2-2 und dann in der Verlängerung verlieren. Aber nicht mit Lasagne, Fuchs. Nein, damit kämpft bis zum Schluss. Ich war. Jetzt bin ich echt auf die Wertung gespannt. Das ist 5-5 oder 6-4 gewesen. Ich weiß es nicht. Ich glaube, wir können fahren, wie wir wollen. Wir landen in der untersten Liga. Wir hätten, glaube ich, alle 6 gewinnen können oder alle 10 gewinnen können und wir wären in der untersten Liga gelandet. Nee. Also ich habe mal in meiner Hochzeit 7 Stück gewonnen, da war ich Silber 4 und musste nur 3-4 Spiele gewinnen und war Gold. Okay. Und es lag an meinem Mitspieler, weil der halt was konnte. Der hat auch bei den Turnieren mitgemacht, bei der Weltmeisterschaft und so. Okay. Hä? Oh, nu? Welchen Rang haben wir? Silber 2, siehst du, Liga 3. Oh, immerhin. Wir sind bisher immer mit Bronze angefangen worden, also Silber 2 ist doch gar nicht so scheiße, vor allem Liga 3. Ja, ist Liga 3 nicht das letzte? Nee, es gibt noch Liga 2. Okay, hör mal eins oder hör mal auf oder machen wir noch eins? Nee, wir hören auf. Gut. Also wie gesagt, meine Kräftemittel sind jetzt gut am Kicken. Nee, ist okay. Gut, danke an alle, die dabei waren. Nochmal danke an den Raid an Phyrexian. Schaut doch mal bei ihm vorbei. Hier ist jetzt Schluss für heute. Wir haben angefangen mit, was haben wir gerade, Spellbreak?
Dann ging es weiter mit Anno und jetzt noch Rocket League am Schluss. Eine bunte Mischung. Ich entlasse euch in euer Wochenende. Ich wünsche euch viel Spaß. Wir sehen uns das nächste Mal, wenn ihr wollt. In diesem Sinne, die Aufnahme ist auch zu Ende. Deswegen für alle, die dabei waren oder die es nachgeschaut haben, bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit. Mein Name ist Fitz Fuchs. Wir sehen uns im nächsten Livestream oder Video.